Pascal Wehrlein, herzlich willkommen auf dem Lausitzring. Sie haben ja im vergangenen Jahr gewonnen. Sie sind der jüngste Sieger aller Zeiten in der DTM. Was bedeutet Ihnen diese Strecke? Ich gehe mit positivem Gefühl auf die Strecke, eben weil ich letztes Jahr hier mein erstes DTM-Rennen gewonnen habe und hier auch gerne fahre. Und was am wichtigsten ist, diese Strecke liegt unserem Auto gut und überall, wo man schnell ist oder wo man um Siege oder Podiumsplätze kämpfen kann, fährt man gerne. Der Lausitzring gilt gemeinhin als Mercedes-Land. Erklären Sie bitte, warum das so ist. Ich glaube, weil die Strecke sehr, sehr wellig ist und unser Mercedes-Auto sehr gut auf der Bremse ist und Traktion. Das ist genau das, was hier sehr wichtig ist und woraus hier ankommt. Vor allem zum Beispiel Kurve 1. Die Strecke ist sehr wellig da und wir kommen mit 260 circa an und müssen stark runterbremsen bis auf 80 km/h. Und da braucht man einfach ein Auto, das gut auf der Bremse ist und dann wieder am Kurvenausgang gut beschleunigt. Zum Auftakt hat Audi eine gute Performance am Hockenheimring abgegeben. Kann Mercedes zurückschlagen? Auf jeden Fall. Mein Plan ist, nicht hinter die Audis zu fahren, sondern mein Plan ist, die Audis zu schlagen und natürlich auch BMW. Ich denke, die Strecke hier passt uns deutlich besser als Hockenheim und ich denke, das ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Aber man muss auch dazu sagen, in der DTM ist es nicht einfach, auf Platz 1 zu fahren oder aufs Podium zu fahren. Und deswegen muss wirklich alles passen, dass wir hier dieses Wochen erfolgreich sind. Sie haben die Meisterschaft als kleines Ziel ausgegeben für dieses Jahr, die DTM-Meisterschaft. Wie realistisch ist das für Sie? Ich glaube, nach dem guten Saisonauftakt wurde es auf jeden Fall deutlich realistischer. Aber als Fahrer hat man auch immer das Ziel, den ersten Platz zu erreichen oder um die Meisterschaft zu fahren. Das war auch in der Vergangenheit bei mir so, obwohl wir in den letzten 2 Jahren kein gutes Auto hatten. Aber trotzdem muss man als Fahrer immer das Ziel haben, Erster zu werden und besser zu sein als die anderen. Sie sind mittlerweile auch in der Formel 1 schon als Ersatzfahrer, Testfahrer im Einsatz. Geben Sie mal bitte eine Prognose ab. Wann sehen wir Sie regulär in der Formel 1? Oh je, da sind Prognosen ganz schwierig. Also klar, mein Ziel ist, eines Tages in der Formel 1 zu fahren. Aber momentan fahre ich in der DTM und die Priorität ist ganz klar in der DTM, weil hier fahre ich die Meisterschaft, hier muss ich meine Leistung zeigen und mich dann für die Formel 1 empfehlen. Und auf jeden Fall ist mein Ziel, eben dieses Jahr so viele Rennen wie möglich zu gewinnen und wenn möglich auch die Meisterschaft. Und dann habe ich es nicht mehr in der Hand, sondern ich kann nur mein Bestes geben und mich eben gut weiterempfehlen. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert.